sorge dafür, dass es im Leben eines jeden Ponys Magie, Musik und, ihr wisst schon, Freundschaft gibt. Ich bin aufgeregt. Wer ist aufgeregt? Ah, ich war doch nie so aufgeregt. Ihr Ponys seid doch verrückt. Heute geht es um einen Kinderfilm, und zwar einen Zeichentrickfilm. Das heißt, zum Teil ist er wirklich gezeichnet, nur zum Teil gepixelt und programmiert. Und da geht es um 6 Pferde und einen kleinen Drachen, Pferdchen eigentlich genauer, Ponys, die ihre auf Freundschaft und gegenseitigen Respekt und wir sind verschieden, aber gleichberechtigt errichtete Kultur und Zivilisation gegen einen brüllenden, hirnlosen Affen verteidigen. Ja. Also in dem Film geht es darum, dass diese Friendship is Magic Welt, in der es im Wesentlichen darum geht, dass diese Ponys alle verschieden sind, aber gleichberechtigt. Und die kriegen es aber irgendwie hin miteinander auf dieser Basis. Also Arbeitsteilung, aber weitgehend ohne Hierarchie. Selbst wenn jemand mal Anführerin ist, denn es sind überwiegend Mädchen, also man hält sich an den Ärzte-Song Die Welt, in der alle Menschen Mädchen wären. Statt alle Menschen werden Brüder, wie die Französische Revolution sich das dachte, wo sie sich ja nur die Köpfe abschlagen von. Also das mit den Mädchen funktioniert besser. Funktioniert aber nur so lange, bis der Affe eben kommt, der ihnen ihre Magie stehlen will und sie dann auch noch aus dem Land schmeißt und so. Und dann müssen sie eine Koalition bilden zwischen verschiedenen anderen Geschädigten dieses Affen, denn der Affe hat einen ganz schönen Pfad, eine Schneise der Verwüstung und Verblödung sozusagen durch diese Welt gezogen. Und das schaffen sie auch, diese Koalition zu schmieden. Und vielleicht kann man das ja auch als erwachsener Mensch dann mal irgendwann brauchen, solche Koalitionen zu schmieden gegen Schwachsinn und Brutalität, die in irgendeiner Form das Leben vermisst. Wir müssen Equestria retten. Dafür brauchen wir Hilfe. Was passiert? Ihr mit mir? Da gibt es 6 sehr wichtige Hauptponys. Nein, darüber muss man jetzt nicht lachen, weil es gibt ja auch 4 wichtige Pilzköpfe aus Liverpool und solche Leute. Das findet ja auch jeder wichtig oder wer bei Dallas mit wem verwandt ist. Die 6 sind, und das muss ich hier ausdrücklich sagen, Fluttershy, eine gelbe Tierschützerin, Pinkie Pie, eine rosa Partybombe, Rarity, eine schneeweiße Modedesignerin. Princess Twilight Sparkle, das ist die Intellektuelle in der Gruppe. Rainbow Dash ist noch sehr wichtig, ist die Abenteurerin. Und Applejack, das ist die sehr bodenständige Farmerin. Und dann gibt es noch den Drachen Spike, der der Chefin, nämlich der Intellektuellen, assistiert. Wir zeigen euch Ponys, wie großartig wir sind. Das ist die Magie der... Ja, ja. Der Freundschaft und Blumen und Ponys. Das ist eine Fernsehserie eigentlich, My Little Pony Friendship is Magic. Beruht eigentlich auf einer kunstfremden Sache, nämlich der Konzern Hasbro, der Spielzeug herstellt, Plüschtiere, Plastikfiguren und so weiter, hat sich Geschichten bestellt, damit die Sachen besser verkauft werden können. Und die Beziehung zwischen diesen Figuren machen eine ziemlich reichhaltige Fernsehserie, ungefähr auf dem Qualitätslevel von, sagen wir mal, Game of Thrones oder Breaking Bad. Bisschen interessanter natürlich, weil Erwachsene sind ja sehr schematische Leute, während Kinder viel chaotischer sind, weswegen die Serie viel interessanter ist als die beiden anderen, die ich genannt habe. Aber die sind ja auch ganz gut. Besonders erstaunlich findet man es offenbar, dass Jungs so etwas eigentlich Mädchenaffines in irgendeiner Form gut finden. Deswegen werden die Bronies genannt von Brother, Bro und Ponies. Da wird ein ziemliches Gewese drum gemacht, ist aber alles gar nicht so schlimm, weil man kann beispielsweise auch ein Typ sein, sich nicht als Brony fühlen und auch nicht in der Brony-Subkultur drin sein und trotzdem begeistert von dieser Sache sein. So wie nicht alle Leute, die Game of Thrones mögen, aus Humpen trinken. Schau, wie ich die Welt dir an. Dafür sind Freunde da. Er ist auf jeden Fall geeigneter für Leute, die von ihrer Kunst nicht unbedingt zwingend Langeweile erwarten. Es ist ziemlich schnell, es geht 1,5 Stunden und diese ganzen Quatschköpfe in Hollywood, die 2-Stunden Filme machen, in denen im Grunde eigentlich nichts los ist, außer alles, sollten sich an diesem Film echt mal ein Beispiel nehmen. Schnapp sie dir! Yes!